So, 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 es geht weiter. Folu, ich hau die weg. Ich hau die weg. Erster Kaiser und Gründer des Faux Empire. Oh ja. Oh ja. Dieser Kampf ist eigentlich recht einfach. Also, er hat nicht jetzt wirklich irgendwas auf dem Kasten, sagen wir es mal so. Er sieht einfach nur geil aus. Also, er sieht einfach nur geil aus. Holy Strike. Machen wir mal. Holy shit. Wow. Aber das Lustige, er ist jetzt nicht so stark wie sonst auch immer. Du wünschst also die Menschen und die Sterblichen und ihre Welt zu beschützen? Eigentlich nicht, aber gut. Bam. Oh yeah. Der trifft mich ja gar nicht. Du wünschst ihnen eine Zukunft zu gewähren, nicht wahr? Also du möchtest ihnen eine bessere Zukunft bringen. Wie auch immer. Oh, ist der schwach geworden, ne? Kannst du meiner Kraft widerstehen? Deine Kraft? Du hast gar keine Kraft. Also, jetzt hier muss ich wirklich sagen, ist er einfach nur lächerlich. Komm, machen wir super Kombo. In diesem Kampf ist er einfach nur lächerlich. Also, der kann gar nichts. Also, da haben sie sich... Also, das ist echt, das ist einfach nur... Oh, Grand Mac Attack! Bam, 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 bam. Naja, knappe 3000 Schaden rausgehauen, gut. Der kommt mit seinen 179 daher. Wenn du fällst, wer soll die hinter dir beschützen? Gute Frage. Backhand, machen wir mal. Wow, geil. Also, das ist wirklich enttäuschend. For Lou ist wirklich enttäuschend. Sogar ein Konter, geil. Genau, wenn ich falle, wer wird die hinter mir beschützen? Ja, wer wird meine Freunde dann beschützen? Tut mir leid, Folu, ich werde nicht fallen. Den Gefallen tue ich dir einfach nicht, dass ich falle. Gefallen, falle, verstehst? White out, was? Was ist das denn? Geil! Oh, geiler Angriff. Kann ich den eventuell erlernen? Wow, 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 wow. Ah, okay, das war's. Okay, das war der Trigger, damit der Kampf zu Ende ist. Geil. Also von Luke kann eigentlich gar nichts. Sehr enttäuschend. Boah, es ist Gott. Es ist Jesus. Jesus steht vor mir. Wie lange kannst du noch gegen mich standhalten? Eigentlich hätte ich dich umhauen können, aber... Hero! Ah, Hero! Hey. Ich bin hier gerade in einem intensiven Gespräch mit meinem Bruder, also... Hau ab. Haut ab, ihr! So, ich werde jetzt an dieser Stelle einen Safe State machen, denn... Hero, du bist verwirrt. Oder geisteskrank, oder? So, Moment, ich werde hier einen Safe State setzen. Weil jetzt kann man gleich nämlich auswählen, ob man das gute Ende oder das schlechte Ende. Aha. Glaubst du wirklich, dass diese Welt deines Beschützens wert ist? Oder deines Schutzes wert ist? Oder es wert ist zu beschützen? Beschützt zu werden? Mein Gott. Du hast es mit deinen eigenen Augen gesehen. Die Sterblichen. Die Lust und den Hass der Sterblichen. Ihre Verzweiflung und ihre... Oh Gott, was heißt denn Mirth? Moment. Okay. Ihre Fröhlichkeit und ihre Verzweiflung. Ihre Leben und ihren Tod. Ja, ich habe alles gesehen. Ich hatte alles jetzt schon. Ich habe sogar die Muschi von... Nina gesehen. Aber du verstehst immer noch nicht die Wahrheit, Hero. All das. Alles, was sie sind, hat nichts mit für uns zu bedeuten. Wir sind die Unsterblichen, die Endlosen. Sind diese Kreaturen für uns nicht nur... Oh Gott, Alter, was labert der hier? Moment. Okay, sind sie für uns nichts weiter als eine kleine Abwechslung? Also nur so nebenbei, so. Naja, also ich weiß nicht, so. Unbedeutend halt, ne? Yay! Oh, wieder das schönste Lied in diesem Spiel. Sieh, die Sterblichen sind ignorante und stolze Tiere. Sie lügen sich gegenseitig an, verletzen sich gegenseitig und ihre Umgebung. Und sie töten sich und alle anderen nur zum Spaß. Für Sport. Ihre Dummheit ist unmessbar. Hey, Folu hat aber recht. Er hat recht, die Menschen sind einfach nur dumm.
Tut mir leid, ich habe mittlerweile diese Einstellung bekommen. Er hat recht. Sie verletzen sich nur gegenseitig, sie töten sich nur gegenseitig aus Jux und Dollerei. Also, die Menschen sind, ist keine Rasse, wo man wert sein kann, wo man stolz sein drauf, wo man drauf stolz sein kann, mein Gott. Es ist einfach so. Das verstehst du, oder nicht, Hero? Oh Gott, sie sind, Moment, selfish, sie sind selbst, selbstsüchtig, sie sind selbstsüchtig, nicht wahr? So, wenn ich jetzt maybe so auswähle, so Safe State, wenn ich jetzt maybe so auswähle, das heißt, das ist schon mal der erste Schritt zum Bad Ending, also, maybe, vielleicht. Also, ich muss ihm zustimmen quasi die ganze Zeit. Hat auch so ein bisschen was von Breath of Fire 3 am Ende. Wo man mit Ryu dann, quasi von Emiria vor die Wahl gestellt wird. Waren die Sterblichen, denen du begegnet bist, nicht schrecklich? Maybe. Oder waren sie nicht gemein oder waren sie nicht unmenschlich? Stimmt schon. Alle Menschen, denen ich bisher begegnet war, die waren einfach nur scheiße. Wie hier Russo, Captain Russo. Das waren alles irgendso hinterfotzige Arschlöcher, die eigentlich nur Macht wollten und die sich gegenseitig halt immer verletzt haben. Es ist einfach so, die Menschen sind einfach so und das... Ja, da schüttel ich nur den Kopf, du. Fo-Lu hat recht, er hat wirklich recht, also ich bin... deswegen finde ich Fo-Lu so geil, also seine Denkweise gefällt mir einfach, ja. Waren sie nicht dumm? Vielleicht. Ja, allein schon das hier, dass hier Elina für sowas missbraucht wurde quasi und so. Ja, also das ist alles die Schuld des Empires, aber du hast das Empire gegründet, also. Öffne deine Augen, Hero. Öffne sie. Der Wahrheit. Hero! Ach, ich komm, ich scheiß auf euch alle. Ich scheiß auf euch alle. Hero! Ich mag diese Welt so, wie sie ist. Oh, du bist ja blöd. Die, so wie sie ist. Mit dir. Ah, mit dir dabei. Geil. Abgesehen davon, abgesehen von ihren Problemen und all das, was falsch ist, möchte ich in meiner Welt, Moment. An meine Welt glauben. An deine eigene kleine Welt. Ist das das Beste, was du kannst? Ja. Du sagtest, du glaubst in diese Welt. Dass du sie magst und angenehm findest. Oder dass sie schön ist und alles. Es gibt vielleicht schöne Momente, ja, so wie hier. Es gibt immer eine dunkle und eine gute Seite. Ja. Und Fo-Lu weiß das auch. Hier, da wurde er gepflegt, da hat sie sich um ihn gekümmert. Und da hat sie sich ganz besonders um ihn gekümmert, wenn wir uns erinnern. Die Welt hat ihre guten und ihre schlechten Seiten. Es ist aber leider Gottes immer immer mehr die schlechte Seite. Also das sind nur vorübergehende Momente, keine Ahnung. Sie bedeuten gar nichts oder nur Einzelheit oder nur Kleinigkeiten oder. Komm, Hero, wie auch immer. Die Zeit ist gekommen. Die Zeit ist für uns gekommen, um ein Gott zu werden. Okay. Du merkst es in deinem Herzen, nicht wahr, Hero? Sie sind unwürdig. Sie sind deiner Führung unwürdig. Du kannst vor Luz, was Verzweiflung, deine Gedanken in deinen Gedanken spüren, oder maybe so. So, jetzt kommt das Bad Ending. Wir fusionieren quasi mit Fo-Lu. Das heißt, wir verschwinden. Und jetzt bin ich wieder komplett. Das ist der Wahre. Das ist der Wahre. Hero? Ja. Ich bin derjenige, der einst Hero war. Ich bin auch derjenige, der einst Fo-Lu war.
Und doch wiederum nicht. Ich bin ich, oder ich bin I am, I am God. Aber wer hat die Oberhand? Wurde Hero in Folu absorbiert? Oder von Folu absorbiert? Ja, ich bin komplett. Und wenn er es wäre? What the fuck? Wir werden dich damit durchkommen lassen! Ach komm, Cray. Wenn auch nur noch ein kleines bisschen Hero in dir ist, dann gibt es Hoffnung. Oh ja, es gibt sie. Ein unmögliches Unterfangen. Oder sowas in der Richtung. Ja, Leute, Folo und Hero, das ist der wahre Drachengott, das ist der wahre Drache, der ich eigentlich sein sollte. So. Jetzt denkt aber nicht, dass wir mit unserer Gruppe gegen den Infini kämpfen müssen, also den unendlichen Drachen, gegen den Einzigartigen, gegen Gott, gegen das Alpha und das Omega, gegen den Anfang und das Ende und was man nicht so alles sagt. Nein, wir steuern den Drachen und müssen jetzt unsere Gruppe ausschalten. Das ist das Bad Ending und das finde ich sehr geil gemacht. Und ich muss sagen, ich habe damals gedacht, das ist das Ende von Breath of Fire 4 und ich war enttäuscht. So. Solrand stellt alle HP der Gegner, also deiner Gegner auf 1, das wird leider nicht funktionieren. Wir werden die Dark Wave einsetzen. Es ist interessant, wir kämpfen gegen unsere eigenen Leute. Das heißt, ich habe damals echt gedacht, ich level meine Charaktere das ganze Spiel über, nur damit ich sie am Ende töten muss. Also, hä? Das hat für mich keinen Sinn ergeben. Aber wie gesagt, das ist das Bad Ending und der Drache sieht einfach geil aus. Dieses Gold-Weiße. Gut, Darkwave ist so die gleiche Attacke wie von dem Tyrant. Ich meine, das ist halt eine Mischung aus dem Tyrant und dem Kaiser. Das ist der Infini. Das ist einfach nur geil. Einfach nur geil, dieses Ende. Oder dieses Spiel. Und was für Schaden ich raushau. So, und jetzt sind die natürlich dran. Ah. Mein Spiel slowt gerade irgendwie down, also. Das laggt irgendwie total, ich weiß nicht, das ist voll langsam gerade. Kann aber auch sein, dass es so ist. Also, die können mir eigentlich gar nichts. Die können mir gar nichts hier. Da, 41 Schadenspunkte. Also, das ist ja lächerlich. Das ist ja lachhaft. Ich krieg nämlich immer wieder Lebenspunkte dazu. Also, ist einfach nur geil. Schalten wir mal Nina aus, weil ihre Zauber nerven irgendwann. 4200 Schaden. 4300, Alter. Ja, Nina tot. Aber statt, dass irgendjemand sie wiederbelebt, nein. Der kommt mit seinem Shining Blade daher. Also ihr seht schon. Und es spielt keine Rolle, welches Level man hat mit den Charakteren. Der Kampf, der verläuft immer so in diesem Schadensradius, sag ich mal. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ja, Zauber weiß ich nicht. Das bringt's irgendwie nicht. Jetzt töten wir mal Skias hier. Der nervt nämlich mit seinem Shining Blade. Kacke. Also die können mir eigentlich gar nichts. Das ist einfach so geil irgendwie. Konter, das war's. Das war's für dich, Ursula. So, 3 von 5 sind tot. Nein, das ist nichts gut. Das ist gar nichts gut, was du hier machst. Wir werden mal Hawaii machen. Den Feuerzauber schlechthin. Der Drache ist einfach geil. Er ist einfach nur geil. Ich mag ihn. Ist mein Lieblingsdrache überhaupt. Naja, macht er nicht gerade viel Schaden. Wie gesagt, normal angreifen jeden und das war's. Die Flügel sehen auch geil aus. Also, Hammer. Erinnere mich so ein bisschen an Grandia, an die Ikaria. Die haben ja auch immer solche durchsichtigen Flügel. Also, ist einfach nur geil. Vor allem das Gesicht. Erinnert mich so ein bisschen an die Ragnarok. Aus Final Fantasy 8. Also dieses vorne ist so geil, sieht das aus. Cray, das war's. Jetzt bist nur noch du dran, Ashin. Dann habe ich meine gesamte Gruppe ausgelöscht. Das ist einfach nur herrlich. Stirb, du Blechhaufen. Bam. Das war's. Ich habe meine Leute umgebracht. Ich hab sie alle getötet. Das war's. Das ist das Ende des Spiels.
Ja, jetzt stehe ich da.